Bauabschnitt 2.2. In diesem Schritt geht es darum, die Führung des XZ-Verbinders in der Z-Achse richtig einzustellen. Hierzu schieben wir den XZ-Verbinder in die Z-Schiene. Idealerweise sollte sie etwas Spiel aufweisen. Nun stellen wir an den seitlichen Einstellungsschrauben für beide Laufrollenpaare erst einmal die Führung absolut spielfrei ein. Das erreichen wir durch Drehen der seitlichen Zugschrauben. Das kann in mehreren kleinen Teilschritten erfolgen, nicht dass sie dort zu fest, die Voreinstellung zu fest machen. So, die eine Seite ist schon spielfrei. Klappert es ein wenig. So, nun lässt er sich sehr leicht hin und her schieben, hat aber kein Spiel mehr. Um die richtige Vorspannung einzustellen, drehen Sie bitte die Einstellungsschraube noch eine Viertelumdrehung weiter an beiden Einstellungsschrauben. Nun hat der Laufwagen die richtige Vorspannung für den späteren Betrieb.